Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Tomb Raider Anniversary. So, ich habe hier zwar die Lösung noch nicht so wirklich gefunden, allerdings habe ich, keine Ahnung, ganz komisch. Ich bin einfach da in diese Richtung mal kurz gegangen und da ist was aufgetaucht. Hier, und zwar so eins. So. Es hat sich aber nichts verändert. Hier ist ein böses Viech kurz aufgetaucht und hat uns jetzt hier keinerlei Vorteile verschafft. Wir haben das Viech zwar jetzt hier weggehauen, wissen aber immer noch nicht, wo es weitergeht. Was ja wirklich sehr schön ist. Also eigentlich gar nicht, aber egal. Dass es halt da wirklich nicht so schön weitergeht, wie man sich das wünscht, ist schon echt blöde. Ich kann hier mit dem vermaledeiten Seil auch nichts weitermachen. Also es ist nirgendwo was, wo ich diesen Kletterhaken oder was das auch immer ist, befestigen könnte. Ja. Hier diese Stelle. Also ich würde sagen, Lara sollte doch da locker rüberkommen. Aber sie schafft es nicht. Und wenn ich das jetzt mache, dann stirbt sie wieder. Also warum? Warum sollte ich es machen? Aber es ist so schön, so knapp, ne? So schön knapp. Ich verstehe es halt nicht. Was ist denn da drüben? Ach, da steht was drin. Was soll ich damit? Ah, Moment mal. Na, warum kann da Lara jetzt nicht hoch? Es gibt doch keine andere Möglichkeit, da hochzukommen. Ich mache jetzt mal noch was anderes. Und zwar gehe ich jetzt in der Tat. Ich habe nämlich da gerade was gesehen. Aber da ich ja in der Tat auf dieses Medikit da scharf bin, gehe ich mir das gerade noch holen. Und hau den Typen nochmal weg. Oh, warte mal. Ich muss erstmal wieder auf die anderen Knarren wechseln. Damit Lara nicht mit der Schrotze rumläuft. Weil die finde ich jetzt hier gerade nicht so toll. Warum ich die Schrotze ausgewählt hatte, ich habe keine Ahnung. So, erstmal hier rauf. Und mal hoffen, dass Lara diesmal auch wieder richtig schön springt und nicht irgendwelche Kappes macht. Macht sie dann nämlich schon noch mal gern. Einfach, obwohl ich immer schön die Taste für nach der Seite gehen drücke, einfach mal von der Wand wegspringt und unten im Tod landet. Ja, das macht sie wirklich gern, die Lara. So. Du hast hier nichts zu melden. Aber wirklich rein gar nichts. So. Ja, komm, Lara. Darunter. Bin ich mir ziemlich sicher, dass du das schaffst. So, naja. Wollen doch mal schauen. So, erstmal hier rüber wieder. So, und dann hier. Ach so, hier unten. Okay. Auch gut. War es dann nicht ganz so geplant, aber passt. So, jetzt sind wir hier, kommen an dieses Ding ja mal fei überhaupt nicht wirklich ran. Obwohl es da ja mit Sicherheit Möglichkeiten gibt, aber gehen jetzt hier lang.
So. Gerade überlegen, ob man von da oben nur da hängt, sich fallen lassen kann und dann da den Vorsprung wieder greifen. Aber nein, habe ich jetzt auch nicht so ganz den Drang, das auszuprobieren. Ich möchte nämlich jetzt hier, ja, mit Priorität erstmal weiterkommen. Und ich habe jetzt endlich hier die Möglichkeit gefunden, wie ich denn da weiterkomme. Ja, es wäre ja so einfach, von da einfach darüber zu springen, aber nein. Man muss hier schön komplett drumherum klettern. So, jetzt bin ich aber doch mal kurz neugierig, was das hier macht. WTF? What the fuck? Das habe ich schon mal aktiviert, aber ich habe gerade echt keinen Plan, wozu das gut sein soll. Um's das alles ein bisschen prickelnder zu machen, das Klettern hier, oder was? Ja, da frage ich mich jetzt gerade ernsthaft. Wozu? Gut, ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt hier nochmal runterspringen soll, damit das Ding wieder aus ist, damit ich hier nochmal durch muss und dann voll die Probleme krieg, weil diese Messer an sind. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Ui. So, da wird nämlich hier gerade der Speicherstand von eben, wo wir jetzt hier oben drauf stehen, wieder geladen. Und so, und dann ist dieses Ding aus. Vielleicht bringt's. Oh, fuck. Oh, Backe. Sehr schön. Holla, die Waldfee. Ja, komm! Super. Ich schieb's jetzt einfach mal auf dieses, Gedings. Auf diese da. Weil die mir gerade voll die Sicht versperrt haben. Beim Springen. Ja, komm, Lara. Mach keine Mätzchen. Da kannst du einfach unten runter durchgehen. Da sind auch keine zweiten noch da. Komm, hier können wir außen. Ja, innen lang. So. Gut. Gut. Jetzt weiß ich nur gerade nicht. Da drüben, das ist gekommen. Ups. Ups. So. Medikit aufsammeln. Munition links liegen lassen. Und dieses Ding aufsammeln. Und da haben wir noch eins. Komm her damit. Gefunden. Skarabäus des Osiris. Weiter. Einstecken, mitnehmen. Glücklich werden mit. Dann würde ich sagen, da dieses Teil da noch nicht offen ist, gehen wir doch mal durch dieses Teil da noch. Wollen wir mal schauen. Das muss doch hier. Hier werde ich ja wohl noch nicht gewesen sein. Oder? Ich gehe hier mal. Doch stark davon aus, dass ich hier noch nicht drinne war. Wollen wir es doch mal hoffen, dass ich hier jetzt nicht unnötigerweise hier durchgehe. Ich falle halt erstmal unnötigerweise hier runter. Einfach weil halt. Keine Ahnung warum. Da ist runtergefallen bin. Keine Ahnung, warum Lara da jetzt nicht gesprungen ist und sich lieber mal wieder hat von diesen ja, Brocken zerschmettern lassen. Keine Ahnung, Lara scheint es irgendwie in einer Art und Weise Spaß zu machen. Oh, wow. Ich dachte eben, dass sie sich da nicht mehr wird halten können. Aber doch, da ist ein kleiner Vorsprung noch vor den Türen. Ah, leck mir am Arsch, du.
Oh nein. Ich habe das Gefühl, ich bin hier doch falsch. Hier bin ich nämlich hergekommen. Na komm schon. Schön, ich das aber auch gesagt krieg, ne? Na komm. Jetzt muss Lara mal wieder diesen... Ja, ich bin da jetzt voll... Ich bin voll blöd. Ich muss da jetzt mal kurz ausrutschen. Was war denn das jetzt? Ups. Geh auf. Also wenn's so, wenn's ist, ne? Echt unglaublich. Was ist das denn? Spring doch einfach weiter. Was lässt sie sich nach hinten runterfallen? Komm schon. Kostet alles nur Zeit. Spring doch! Mann! So. Sehr schön. Wo war ich denn noch nicht durchgegangen? Irgendwo muss ich ja wohl noch durchgehen, um da das letzte... diese letzte Brücke hier runterzulassen. Ganz da oben vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Naja, hier waren wir ja erst. Da sind wir ja gerade hergekommen. So, hier rüber. So, da sind wir ja gerade hergekommen. Und ganz ehrlich, habe ich keine Lust, nochmal durchzugehen. Ich mir das hier so betrachte. Ach ja, jetzt wird sie gleich nochmal erwischt. Ja, weil es so schön ist. Komm, ich springe jetzt hier einfach mal kurz in die Tiefe. So, und dann sind wir wieder hier. Gut, aber naja, mehr oder weniger. Komm hoch mit dir. Keine Spirenzchen machen. Gibt keine Möglichkeit, da hochzukommen. Also irgendwie fehlt mir halt immer noch der richtige Weg. Und da war ich halt auch schon, ne? Da war dieses Zahlenschloss-Rätsel. Ach, da oben ist wieder irgendwas Sammelbares drin, ne? Naja. Kommen wir wohl so einfach nicht dran. Naja, aber ich weiß nicht, das sieht mir jetzt nicht unbedingt danach aus, als ob das groß was bringt. Hier nochmal lang zu gehen. Oder mag da vielleicht noch was sein? Ja, sehr schön. Die Kamera dreht sich mal kurz einfach irgendwie. Ja, immer wieder mal ein kleiner Kontrollpunkt. Der mir so halt quasi gar nichts bringt. Ich wüsste halt furchtbar gerne. Wie kriege ich dieses letzte Ding auf? So, ich will darüber. Sollte reichen. Gut. Ich weiß halt echt nicht. Oh, Lara hat mal wieder einen Schatten. Ich weiß halt leider echt. Ach, komm, Lara. Da kommst du jetzt echt wieder mal nicht hoch, oder was? Also ich würde hochkommen. Auch ohne Laras Fähigkeiten.
So. So, erstmal noch. Ne? Bleibst du mal stehen? Hoch mit dir. So, jetzt darfst du schwingen. Komm, noch ein wenig. Und das dürfte reichen. So, jetzt gibt es wahrscheinlich gleich wieder Kontrollpunkt, Kontrollpunkt, Kontrollpunkt und nochmal Kontrollpunkt. Und ich weiß halt, ich weiß halt echt nicht, wo ich noch nicht war. Oder wo ich jetzt am besten hin muss. Holla, die Waldfee. Eben ist aber mal hochgesprungen hier. Bin ja ganz begeistert. So. Ja, super. Hier in diesem Loch da, wenn wir irgendwie rankämen, könnt ihr mal gucken, ob man, wenn wir das Ding da vorschieben, wir dann rankommen. Na, es war klar, natürlich kommen wir da nicht ran. Ja, Kontrollpunkt. Ja, passt schon. Passt schon. Ja, keine Ahnung, es scheint wohl hier eine ganz verzwickte Sache zu sein, wie man da hochkommen soll, können, sollen sein. Aber es bringt mir halt wirklich auch echt nichts. Ja gut, da oben sind ja auch noch irgendwelche Rampen. Dann würde ich einfach mal behaupten, dass ich da irgendwie hoch muss oder so. Oder was ist unten? Lass mich jetzt einfach mal runterfallen. Ja gut, da war ich aber mit ziemlich großer Sicherheit auch schon. Was ist das da unten noch für ein Tor? Keine Ahnung, ich gucke jetzt mal kurz hier rein. Ja, gibt's gleich wieder einen Kontrollpunkt. Mal kurz durchgucken. Ah, wieder diese. Ja, aber hier war ich schon. Das ist ganz klar. Ja, komm, da brauche ich nicht durchzumarschieren. Da war ich auf jeden Fall schon. Ich glaube, das war sogar der erste Weg, den ich gegangen bin. So, hier unten ist auch noch ein Durchgang, ja, toll. Der aber völlig zu ist. Völlig verranzt. So, was. War das die Stelle, wo ich da eben hinten dran gestanden habe? Ja, dürfte es sein, da ist dieser Hebel. Jetzt gucken wir mal gerade. Könnte nämlich. Vielleicht ist es ja so, dass hinter diesem Ding ist da auch irgendwo noch ein Hebel. Nein, scheinbar nicht. Komm, Lara, tauch mal auf, bevor du anfängst zu ersticken hier. Ja gut, hier ist halt auch nichts, ne? Na. Come on. Okay, ich würde sagen. Dann erstmal genug herumgerätselt. Ich will da jetzt hier auch nicht stundenlang dran rumsitzen und irgendeinen Blödsinn vor mich her labern. So, Lara, du kannst doch auch mal ein wenig schneller. Wenigstens funktionieren solche einfachen Dinger. Ja, hier habe ich angefangen und da bin ich schon durch und nee, hä? Naja, ist auch egal eigentlich. Hier ist nichts, was ist da? Ach, ein Medikit. Ein Medikitle. Nehmen wir mit. So, dann wollen wir mal gucken, ob sie es schafft, da wieder rüber zu springen. Tatsache. Wir haben hier noch einen Kontrollpunkt und. Jo. Ich springe jetzt gerade nochmal darüber. Vielleicht sehe ich jetzt hier spontan noch irgendwas. Es gibt noch einen weiteren Kontrollpunkt. Naja, aber spontan sehe ich das hier wirklich nichts mehr. Also würde ich sagen,
Ich sollte vielleicht doch ein bisschen suchen oder mal irgendeiner Lösung nachschauen. Könnte man ja auch mal machen. Also, das war's für den Part. Im nächsten geht's dann wahrscheinlich erfolgreicher weiter und vielen Dank fürs Zuschauen.